Willkommen bei Meyers TV und Bionalu mit Sims 4. Diesmal spielt Bionalu. Willkommen zurück. So, ja, also wir haben das Inselpack schon ein bisschen länger, aber ich habe es mir immer irgendwie aufgespart, weil ich dachte, ja, ich mache vielleicht auch mal ein Let's Play. Und jetzt ist es soweit, ne? Sie übt gerade Magie. Also ich kann ja unsere Sims mal ein bisschen vorstellen. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das hier ist Kevin, Meyers TV. Ja, er hat sich Mühe gegeben, wirklich hässlichen Sim zu erstellen. Aber so hässlich finde ich ihn eigentlich gar nicht. Er sieht total nett aus dafür, dass er ein Alien ist. Und er soll mal seine Tarnung zeigen. Ja, ist doch ein hübscher junger Mann, ne? Ein bisschen durchtrainiert. Okay, wie ist er denn so drauf? Er wünscht sich, ein Witzbold zu werden, okay. Uns beide kennt er schon. Wie ist er denn so? Er ist ein Kind des Meeres. Ja, er liebt es zu schwimmen und alles, was mit dem Wasser zusammenhängt. Er ist aufgeschlossen und schließt schneller Freundschaften. Er ist ein Spinner und familienbewusst. Sehr schön. Und ich habe sie extra hübsch gemacht, damit, wenn die beiden mal Kinder kriegen, dass wir eine Chance haben, dass die einigermaßen gut aussehen. Und sie ist magiebegabt. Und legt sich schon schlafen. Und zwar ins richtige Bett. Man kann es festlegen, Bett zu weisen. Okay. So einfach ist das. Ist ja süß, dass du rosa genommen hast. Das Gute ist, wenn beide schlafen und das sind die einzigen im Haushalt, dann wird hier die Zeit beschleunigt, dass du nicht ewig warten musst. Siehst du? Das geht von ganz alleine. Oh, hier sind Geister. Ja, wir bekommen Besuch. Was ich sagen wollte, ich habe die Eigenschaft genommen, dass sie sich mit den Geistern unterhalten kann. Sie kann mit den Geistern kommunizieren. Und man kann da gute und schlechte Eigenschaften, ich glaube auch Geschenke und sowas raushandeln. Wie man sieht, unterhält sie sich gerade. Hier oben kriegt man immer Neuigkeiten. Also wenn irgendwas Cooles ist, siehst du es hier. Wechseln Sie? Oh, es war ja ein kurzer Okay. Auftritt, wa? Hier. Weißt du, was mir auffällt? Wir haben nur einen billigen Mülleimer. Und ich liebe den teuren Mülleimer. Und warum, zeige ich dir gleich. Das ist das Einzige, selbst wenn ich einen wirklich armen Haushalt erstelle, das Einzige, was mir echt wichtig ist. Ein richtig guter Mülleimer. Oh, die Küche ist aber schön, sogar mit Mikrowelle. Ja, die Küche war drin, die Mikrowelle habe ich nochmal neu reingemacht, weil ich nicht wollte, dass die jetzt gleich am Anfang die ganze Küche in Brand setzen. Ja, da gibt es aber einen Trick. Hier kannst du dir auch die Wände anzeigen lassen. Dieses Ding hier ist ein Feuermelder. Und es gibt auch noch so einen Feuermelderkasten. Mal gucken, ob ich den finde. Nee. Das ist nämlich echt wichtig, weil wenn die Küche brennt, löscht dieses Ding das Feuer. Und das hier ist auch gut, weil da kann man im Thermostat, wenn es richtig heiß ist, hier gibt es ja verschiedene Temperaturen, kann man einstellen, dass der die Wohnung aufwärmt. Ich mache den einfach mal daneben. So, ich finde ein bisschen Deko ist auch schön. Wir haben ja gerade so viel Geld. Ja, vorübergehend. Er ist ja noch arbeitslos und sie auch. Ja, aber 45.000 ist wirklich eine Menge. Normalerweise hat man nur 20.000 am Anfang. Ich würde gerne eine Pflanze oder irgendwas Kleines noch mit reinstellen. Oh, ein antiker Bücherstand. So, Bionano, gib mir mal kurz Noch raus. nicht. Nee, du musst mal kurz das Aufnahmeprogramm im Vordergrund setzen. Wieso? Runter. Mach mal.
Aus dem ganz einfachen Grund, damit wir auch mal die Zeit sehen. Die Aufnahmezeit. Könntest du ja einen Timer stellen. Ja, aber so ist einfacher. Außerdem sieht man dann gleich den Pegel vom Mikrofon. Was ist das denn? Eine Heldenröhre? Cool. Was wollte ich denn machen? Ich wollte eine ganz kleine Deko für die Küche. Genau. Ja, immer schönes, wa? Wir können ja sowas nehmen, das Besteck und so. So, stellen wir es hier in der Ecke. Dann sieht es ein bisschen realistischer aus, weil so leer ist doch keine Küche. Wunder dich nicht, ich habe im Bad das Waschbecken entfernt. Habe im Bad das Waschbecken entfernt. Und die Dusche. Und werde hier draus zwei Zimmer machen. Die Sims, die brauchen unglaublich lange im Bad. Und das Problem ist, wenn man mehrere hat, die wollen natürlich alle mal auf Toilette, alle mal duschen und ja, dann bricht da Chaos aus. Also es ist immer schön, wenn man mehrere kleine Bäder hat. Das habe ich mir mal abgeguckt, aber ich finde auch, dass es stimmt. Also eine Dusche und dafür zwei Toiletten. Ja. Ich Denn würde dann wenn die aber. nachher morgens arbeiten, wir können erstmal die billigen nehmen. Das Gute an den billigen, die gehen zwar kaputt, Und eine Dusche in die Mitte. ja, die gehen zwar kaputt, aber der Sim kann ja üben, wie man Sachen repariert. Und dann kann er andere Sachen auch reparieren. Oh. Ganz billige Dusche braucht so ewig Zuverlässigkeit 3. Ich würde jetzt einfach mal die müssen eine mittelgute. Die ist ja nicht ständig kaputt. Fehlt nur ein Fenster drin, um ehrlich zu sein. Ja? Hier bei Weiß Dusche, ich kann kein Fenster rein, aber hier oben vielleicht. Ja, genau da oben. nicht. Mal gucken, ich nehme da so ein ganz kleines, ja? Ja, die kleinen Fenster. Geht ja, großes geht ja nicht. So ein Fenster, was man oben eben dranhängt. Ich nehme mal so eins, das passt nämlich. Oh, passt nicht. Ich wollte gerade sagen, das passt nämlich hier zum Stil. Schwarz. Noch zu dunkel. Ja. Die sind zu. Na. Die passen zu dem Stil irgendwie nicht. Ich weiß gerade nicht, wie man den Stil hier. Hier kann man so suchen eigentlich. Was nehmen wir denn? Die sind niedlich. Ja, Warte stimmt. mal, wir können ja die hier nehmen, die sind so zu. Aber Ne? in der Dusche bringt das tatsächlich wenig. Naja, aber dann haben sie wenigstens. Guck. Ah, das sind sogar die Fenster, die hier drüben auch benutzt wurden. Das ist gut. Na, guck mal, so kann man wenigstens nicht reingucken, aber die haben Fenster. Tapete, die wollen wir auch überall. Hier mit Shift kann man dann im ganzen Raum die Tapete verteilen. Es funktioniert irgendwie nicht immer, also ist besser nochmal nachzuschauen. So, und jetzt steht sie da im Bad und weiß nicht weiter. Okay. Ich würde dann auch, muss noch irgendwo ein Waschbecken hinstellen. Ja. Das würde ich dann, weiß nicht, dahin. Bleibt ja nicht anders Das übrig. hier. Okay. Die gehen dann nämlich, wenn sie fertig sind, einfach raus aus dem Bad und waschen sich hier die Hände. Und wenn es kaputt geht, haben wir auch nur eins, was wir reparieren müssen. Das ist eine gute Sache. Ich würde hier sogar das Billigste, was ich sehe, einbauen. Gerade damit sie am Anfang noch ein bisschen üben können. Ja, beim Anfang ist es wichtig, dass sie das skillen. Dann können sie nämlich irgendwann den Fernseher verbessern, Oh, es ist ein den typisches Computer. Wohnungsbaugesellschaft Waschbecken. Das ist halt das Günstigste, ne?
Ja, wo dann die Handwerker zweimal im Jahr kommen müssen und das dann erstmal richtig schön machen müssen. Also reparieren müssen. Keinen Namen nennen. Ich nenne doch keinen Namen. Handwerker ist ja kein Okay. Name. Ich sag ja nur, ich kenne dich, deswegen sage ich keinen Namen nennen. Guck mal, hier können wir noch ein kleines ranstellen. Was hältst du davon, wenn du neben deinem Arbeitsplatz eine Kaffeemaschine kriegst? Oh, das wäre gut. Dann müsste ich nicht mal aufstehen. So habe ich bei Sims 3 überlebt. Kaffee trinken, arbeiten. Kaffee trinken, arbeiten. Das hat nämlich auch die Müdigkeit zurückgesetzt. Ich weiß gar nicht. Oh, Sims 3 war auch schön. Ja. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, Sims 4 gefällt mir viel besser. Wir können auch Popcorn, aber wir bleiben bei Kaffee, ja? Gibt es schon ein Sims 5? Nee. Weiß Es überhaupt ist nicht. aber in Planung. Also ich weiß, es soll kommen. Gut. Geschirrspüler gibt's nicht. Mini-Fernseher. So, ich zeig dir mal noch die Vorteile von dem Mülleimer, warum ich den so toll finde. Ich sag ihr mal, ach nee, wenn ich ihr sage aufräumen, dann räumt es weg. Aber du kannst es festhalten, reinziehen und jetzt guck mal hier hin. Du Wow. kriegst Geld zurück. Das ist nämlich ein Recycling-Eimer. Sag mal, Was? die Couch hast du selber reingemacht, ne? Die Couch, ja. Die passt nämlich nicht zum Ambiente. Guck mal, da klingelt jemand. Ja, der Bruder. Nein. Der Ehemann? Nein. Der Vater? Ja. Pandoli Soll Usenet. ich dir mal Mich zeigen, wo man das Rihanna. nachgucken kann? Hier unten. Shimagra. Also hier kannst du dich generell mal Sublur durchklicken. Rihanna. Jabin, Dann lass doch. Hier hast du deine Yurta. The Freunde. name. Ja. Wemek Hier den Faru. Haushalt. Shaley. Na, Baby Hier Ponka. können wir auch irgendwo den Stammbaum anzeigen. Benib Nitva. Hier siehst du Kino dann. Planar. Skooma. Oh, Jarbin de Cool. Ja, Nibs. Osman. Carzini Saquinario. Freund und Vater. Charuste, okay. Also unten siehst du die All Beziehungen, wie sie right. zueinander stehen. Lenarga Willst du mal Mibi, sagen, wie ich zu Shui dir stehe? Bao. Camus Bantrip. Wir sind Chafwe. Bekannte. Malfoy. Ja, dann müssen Ein wir noch ein bisschen üben. bekannter Guarani Elben. Charib. Dann soll sich mal Zabriz meiner mit Sikara. dem Mobsini. Gerard. Bora. Oh, wie heißt? Don't be swear. Das ist Freunden. ein Hasselname. So, Also, Jimmy wie lange habe Geyser. ich noch? Die Aufnahme ist eigentlich schon in 2 Minuten vorbei. Aber du kannst gerne noch eine Also, Folge ich habe machen. noch ein bisschen Zeit. Gut. Ich lasse jetzt nämlich mal kurz aufräumen. Ja, in der Zeit verabschieden wir uns und freuen uns dann auf die nächste Folge. Nein. Doch. Wir machen das alles Liefe. Liefe im Let's Play. Und ich würde gerne auch die hier austauschen, damit die mit in die Bude passen. Dann mach mal. Einverstanden? Ich wollte die 10-Minuten-Folgen machen, damit es stabiler läuft. Aber 10 Minuten ist doch so wenig. Also ich würde eine Viertelstunde besser finden. Salvadorianische Sachen. Die sind schön, oder? Ja, ich wollte das billige nehmen. Warum? Also einmal, um erstmal Kosten zu sparen. Was soll da vom Stil her reinpassen? Na, mach mal. Warte mal, ich habe eine Idee. Das ist ja unser Haus. Deswegen kannst du was reinstellen. Komfort. So. Sofas. Hier kann man filtern, siehst du? Ich kann sagen, bitte zeig mir nur aus den Packs Inselleben. Und weil das wenig ist, nehme ich noch Werde berühmt und an die Uni dazu. So, und jetzt zeigt er mir nur die Sachen. Weil dieser Sitz ist hier mit der Insel, heißt aus dem Inselleben. Pack. Das finde ich schön. Ich finde, das passt viel besser. Okay, der Tisch ist ja schon aus dem Bereich und bei dem Stuhl würde ich das genauso machen. Die haben hier nur. Ja, ist okay. Ne? Ja. Ich finde es schöner so. Vielleicht finden wir bei dem Tisch auch noch was, was gut passt. Weiß ich jetzt aber nicht. Den Tisch habe ich auch einmal so ausgewählt. Tisch ist bei Oberflächen. Oh, das ist aber schön. Wow, Umgebung 2. Dagegen finde ich unseres ja nicht so schön. Aber wir können ja nicht alles. Das ist aus dem Stars Pack, das ist aus der Insel.
Oh ja, das geht. Dann mach mal so. So, das passt zusammen. Und den kleinen Tisch können wir vielleicht auch noch. Oder wir stellen einfach nur so einen kleinen hin. Ja, da war ziemlich hoch. Das ist ja auch ein großer Tisch. Ja, der muss flach sein. Wow. Jetzt habe ich einen flachen ausgesucht. Ja, hier ist einer. Guck. Oh, der ist ja umso dunkel. Aber der passt zu dem Pack auf jeden Fall. Ja, aber wir müssen ja die erstmal über den Tisch schauen, manchmal, um den Fernseher zu sehen. Nee, guck, der ist höher. Ah, ja, gut. Das geht okay. Schon. Wir können ja auch noch ein bisschen weiter ranziehen. Das geht schon, die können hier locker sitzen. Das macht denen überhaupt nichts aus. Und hier ist sogar noch ein Platz für Besucher. Stell den mal schräg. Ja, der stand irgendwo in der Ecke, den muss ich irgendwie ausgraben. Der ist schön. Und hier gucke ich auch mal bei denen hier. Die Betten lassen wir, die finde ich super. Mal gucken, Nachttische. Ja. Oder? Ja. Da soll ja bloß die Lampe rauf und eine Flasche Bier. Für was? Die Hawaiianer. Eine Lampe und eine Flasche Bier? Ja, damit sie gut einschlafen können. Oh, cool. Wollen wir denen so ein Regal mitgeben? Wenn die schmeißt auch die Kommode raus und macht den Regal rein. Oh, da. Wenn die später irgendwelche Sachen finden, weil man kann hier Muscheln sammeln, man kann Fische holen. Das ist total cool. Du hast Cornflakes an der Nase. Ja. Wow, schön. So, dann sollten wir erstmal eine kleine Aufnahmepause machen. Mir gefällt's. Dir auch? Ja. Gut, na dann. Ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.